Physische Aspekte eines Mannes sind Frauen für kurzfristige Anziehung wichtiger, während die metaphysischen, also Status und Persönlichkeit, bei der langfristigen Anziehung die Oberhand gewinnen. Heißt mit anderen Worten, der fitte und testosterongeladene 1,90 Macho, der ist bevorzugtes Kopulationsmaterial, wobei er nicht zwingend wohlhabend sein muss, und der Statusmann mit sozialem Einfluss, der muss nicht blendend aussehen, um Beziehungsmaterial zu sein. In meinem Buch Alpha Ungezähmt nehme ich das alles ganz genau auseinander. Und noch ein Beispiel: Männer sind in der Lage, fruchtbare Frauen zu erriechen. Und der Beweis dafür liegt in ihren, also in den männlichen Testosteronwerten. In einer Studie ließ man Männer die unparfümierten T-Shirts von Frauen beschnuppern, die zuvor 3 Tage lang in einer Plastiktüte im Gefrierfach lagen. Also die Shirts lagen da drin. Das Ergebnis war wieder eindeutig: Männer empfanden jene Shirts überproportional am angenehmsten, deren Trägerinnen sich im Eisprung befanden. Aber nicht nur das, sondern stiegen auch die Testosteronwerte der Männer beim Riechen an den Shirts signifikant an. Funktioniert das auch andersherum? Absolut. Denselben Geruchstest ließ man auch Frauen durchführen. Und der einzige Unterschied hier war, dass Frauen nur dann die Shirts der testosterongeladenen Männer bevorzugten, wenn sie sich selbst in ihrer fruchtbaren Phase befanden.